Hallo liebe Umfiedern-Zweiber da draußen, ich hoffe es geht euch gut. Ja, hier ist die Arielle und ich und auch diese Woche gibt es natürlich wieder ein Video. Es kann sein, dass ich gleich eine Arielle im Gesicht hängen habe, es kann sein, dass ich ein bisschen so schräg laufe, weil es gibt Putenhals, wird auch nochmal gefüttert in diesem Video, aber kein Putenhals, lasst euch überraschen, was es ist. Oh, der gute Hals. Ja, und dann ist sie natürlich... Ja, habe ich ja schon mal gesagt, etwas sensibler als sonst. Aber das ist bei allen so, wenn es so ein großes Stück Fleisch gibt, da sind die alle ein bisschen, ja, sie wollen es lieber alleine essen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, ein bisschen Danke sagen noch und ja, so ein paar allgemeine Sachen. Und ich spiele mit Sammy einmal. Also dann haltet die Ohren steif hier beim Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder so oder was kommentiert und natürlich unseren Kanal abonniert. Also dann würde ich aber erstmal sagen, ne Arielle, oh Gott, Intro ab. Die petzt auch viel fester als sonst, ne? Aber jetzt, Intro, los geht's. Ich habe das neue Spielzeug aufgebaut. Ich wollte euch das zeigen. Verdammte Axt. Ah, warte. Eieiei. Sowas. Ja, ich. Ja, toll. Sind ja quasi. Zwei Sachen hat sie schon gefressen, bevor ich soweit war. Hier, guck mal, da kann man auch noch was machen. Ja. Ey, das haben wir noch nicht geübt. Ich habe das eben gerade aufgebaut. Das ist keine 3 Minuten her. Ich bin gleich rübergegangen. Guck dir diesen Vogel an. Der weiß alles. Der weiß sowas von Bescheid. Ich dachte, ich muss das echt mit den Adlern jetzt auch nochmal angehen. Nee. Aber die haben ja jetzt alle so Sachen, ne? Guck mal. Es weiß auch genau, es muss da dran drehen hier am Fidget Spinner für kleine Karakaras. Ja. Ich habe aber nichts reingetan. Ich habe nur das Wasser eben ausgekippt, weil da war alles voll mit Wasser. Gestern hat es ganz schön geregnet, ne? Ja, guck nochmal, vielleicht findest du noch was. Nein, nicht schon wieder. Hey, hör auf, Stanley. Es reicht. Die Leute lachen schon immer, weil du mich immer beklaust. Das ist nicht okay. Nee, geh du mal Darth Vader-Ente spielen. Oh ja, Darth Vader-Ente. Spannend. Nee, natürlich nicht. Du machst nur Unfug, Vogel. Gut, dann gehen wir dann wieder. Nein, au. Nein, ich habe die dicke Hose an. Da kannst du mich gar nicht so beißen, weil es heute Morgen so kalt war. Ja, habe ich die dicke Hose an. Ja, ich kann jetzt aber nichts mehr verstecken, weil das kriegst du ja, verstehst du ja sofort. Warte. Nein. Apportieren, auf geht's, apportieren. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Auf geht's. Den Deckel! Nein, Stan, hör auf. Stan, wo ist er? Wo ist der Vogel? Nein, da. Stanley, den Deckel! Au! Nein, au! Den Deckel! Los, hol mal, den Deckel! Na los! Stanley! Den Deckel! Was habe ich dir gesagt, Vogel? Was habe ich gesagt? Stanley? Den Deckel! Nein, das nehme ich nicht. Geh weg. Nö, will ich nicht haben. Au, aua, jetzt ist er gegen mich gelaufen. Jetzt lass mich doch mit dem Becher gehen. Den Deckel! Stanley, nee, schon wieder Tasche. Nee, hack's ab. Nee, vergiss es. Da, weg, los. War auch eine Frage, kann der Stanley nicht mittlerweile den Reißverschluss öffnen? Er versucht's, aber die Tasche gibt nach und dann kann er nicht, weil, also wenn's stabiler wäre, ging's. Aber er kriegt sich. Den Deckel! Stanley, du bist unmöglich. Du bist ein unmöglicher Stinkstrumpf. Weißt du das eigentlich? Ach, so, jetzt, nee, pfui. Nee, warte, ich mach's doch nicht zu fassen hier. Leuten wird schlecht hier. Auf geht's. Den Deckel! Stan, den Deckel. Also als ob du nicht wüsstest, was der Deckel ist. Die Bürste! Stan, die Bürste, habe ich gesagt. Die Bürste, nee, nicht schon wieder. Los, nein. Hol's einfach, wozu du Lust hast in letzter Zeit. Sehr gut, so. Und jetzt den Becher. Stan, nein, den Becher. Prima, ganz große Klasse, sehr gut. Oh, ich hab's auf deinen Rücken geschmissen. Das tut mir natürlich sehr leid. Wo ist denn jetzt hier der Ball?
Ach da, warte. Na, na, na. Au, 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 au. Nee, au. Jetzt habe ich, guck das an, hier einmal berührt. Au, 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 da ist doch Fuß, da ist doch Haut drunter. Hier ist der Ball. Ah, ah, guter Vogel. Geh, geh. Hier. Dein Ernst jetzt? Au, 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 au. Nein. Hier ist der Ball, hier ist der Ball. Wo ist er? Hier, Holz. Wow. Ja, super, du bist genauso wie dieser, du bist genauso wie der Hund. Du bist genauso wie die Sammy. Nee. Stan, bitte. Komm, Fuß. Nee, 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 ich möchte nicht. Das reicht, 5 Minuten reichen heute. Oh ja, wenn ich nur eine Hand frei habe, bin ich quasi unbewaffnet. Ich möchte nicht. Ach so. Der einzige Unterschied ist, dass ich für Stanley keine Hundesteuer bezahle. Aber im Prinzip ist er genau wie Sammy. So, für euch. Oh, 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 ich muss mich sputen. Schnell, schnell. So, ich muss die gleich machen. Ich wollte euch nur eine Sache sagen. Die Woche, also die letzte Woche, lustige Sachen passiert. Wir haben, meine Mutter und ich, wir haben die Namen überhaupt nicht zusammenbekommen hier. Die Mama hat einmal gesagt, Bella und Martin. Das war nicht ganz korrekt. Und ich habe einmal gesagt, Mella und Berlin, das ist natürlich auch top, ne? Ja, Mella und Berlin, ja, kann man auch machen. Also irgendwie diese Woche war verhext, da ist mehrfach, ich glaube sogar nochmal was passiert mit den Namen, aber das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich habe aber irgendwie im Hinterkopf, dass da noch irgendwie einer sich bei den Namen versprochen hat. Ja, ich mache schon, ich mache schon. Ui, mein Gott. Ja, ich bin schon dabei, ganz ruhig, ihr werdet nicht verhungern. Ich mache, wartet, ich mache. So, ich stelle die Menschen mal hier hin. So, stelle ich die da hin. Machen wir ein bisschen Musik an. Und dann geht's los. Ja. Bella! Ach, schon wieder. Du kleiner Stinker, du musst jetzt gerade was machen. Auf geht's. Ja, komm, auf. Geh, geh, geh. No. Ich werfe keine Vögel. Bella. Großartig, großartig. Sehr großartig. Machst du das? Nein. Bella. Nicht, nicht. Ich kann nicht zwei. Ich kann nicht zwei. Das ist nichts. Bella, jetzt habe ich. Bella, jetzt ist Arm frei. Ja, ich kann nicht zwei. Was soll ich machen? Und so. Bella! Komm mal. Auf geht's, schnelles Training. Komm. Auf geht's. Merlin? Komm, auf geht's! Merlin! Bella, da komm. Sehr schön. Da lag noch was. Da lag noch was auf der Hand. Ich halte es doch. Merlin! Merlin! Auf geht's, komm! Kannst du auch laufen? Mach. Noch auf. Ja, und dann haben wir ein schnelles Training gemacht. Und dann gehen wir jetzt rein in die Voliere und füttern noch ein bisschen satt. Ne, Bella? Ja. Darfst noch einmal hüpfen, wenn du willst. Willst du noch mal hüpfen? Noch mal hüpfen?
Nee. Dann gehen wir. Haben wir noch eine Frage erhalten? Ja, ist richtig, enthalten. Wir haben eine Frage enthalten. Es ist Wahnsinn. Wir haben eine Frage erhalten. Und zwar, ob der Golden Eagle der Steinadler ist. Oder ob das was anderes ist. Nee, der Golden Eagle ist der Steinadler. Genau. Nur halt, natürlich ist das der englische Name für den Steinadler. Warum sitzt es denn eigentlich schon wieder so flach auf der Hand? Das versucht doch schon wieder, mir die Hand zu verdrehen, das Fipseline. Ich hätte natürlich jetzt auch Polly oder so nehmen können für die Beantwortung der Frage. Wäre viel sinnvoller gewesen. Ich weiß das. Aber die haben ja heute alle mit ihrem Putenhals und so zu tun. Also habe ich das naheliegendste genommen. Die Eagle Owl. Ja. So, was machst du denn da? Guck, du versuchst mir den Arm zu verdrehen. Du probierst es bei mir genauso wie bei anderen auch. Kannst du das nicht machen, Fips? Guck mal, du bist so ganz verspannt. Setz dich doch mal locker hin. Siehste, so geht es doch. Ja, genau. Das ist der englische Name. Wir hatten mal jemanden hier, der sollte eine Führung auf Englisch für uns machen. Auch Falkner und so. Und dann habe ich so mit einem Ohr natürlich mitgehört, weil ich bin Kontrollfreak quasi. Und da habe ich nur gehört, wie er beim Englischen, also beim Steinadler im Englischen dann gesagt hat, this is a stone eagle. Nö. Also, nö. Nö. So geht das nicht. Also im Englischen heißen die Golden Eagle, die Steinadler, französisch übersetzt ins Deutsche heißen sie auch Goldene Adler. Im Wissenschaftlichen übersetzt ins Deutsche quasi heißen sie auch Goldene Adler. Im Spanischen heißen sie Aquila Royal, königliche Adler. Und im Deutschen heißen sie, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, ne, einfach ganz plump Steinadler. Ja, aber das ist der exakt selbe Vogel, nicht wahr, Fips? Wow, Fipsi. Guck mal, man kann deine einzelnen Fibrissen gut erkennen. Boah, sehr schick. Ja, und falls ihr irgendjemand seht, der eine Eule da berührt an diesen haarartigen Federn im Gesichtsbereich und die macht die Augen zu und er sagt, oh, guck mal, die findet es schön, die genießt es, die macht ja die Augen zu, dann dürft ihr sagen, offiziell von mir, du Vollpföstchen, dürft ihr sagen, Vollpföstchen. Weil das löst einen Reflex aus, wenn man die berührt. Und dann sind die Augen immer zu. Wenn ich jetzt noch näher gehe, kann es sein, dass ich irgendeine davon berühre und dann würde Fips immer die Augen zumachen. Und meistens beißen sie dann auch rein, zumindest wenn es die Fibrissen hier vorne im Schnabelbereich betrifft. Dann petzen sie ganz gut zu. Aber man kann es wunderbar erkennen, ne, Fips? Sehr hübsch. Und das Muster in deinem Augenkammer auch gut sehen. Es guckt heute aber auch einfach nur an der Kamera vorbei. Sehr praktisch. Danke, Fips, dafür, für diese beeindruckenden Aufnahmen, die wir hier machen können. Hat jetzt mit der Frage gar nichts mehr zu tun, aber ist ja nicht so schlimm, ne? Hier, Ariel. Oh, warte. Ein Ratte. Nimm deine Ratte und geh. Ja, so ist fein. Zeig ihr nochmal die schöne, weite Welt. Da freust du dich, ne? So eine schöne, leckere Ratte. La la la, ich habe ein bisschen Ratte für dich. Ich habe es sauber gemacht gestern, ne? Äste sauber gemacht und alles zusammengerechnet. Es ist der absolute Wahnsinn, dass der Vogel einen Dreck macht, ne? Oh, oh, oh. Du hast eins fallen lassen. Ey, 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 Lando. Ich weiß, Ratte ist gut, aber oh, Schluckspecht. Schluckspecht. Ja, Schluckspecht. Komm auf. Ja, es liegt da. Ja, das ist richtig. Ich nehme es dir nicht weg. Ist auch die Ratte, Schatz. Das war die Ratte. Tschüss, Ratte. Jo. Hallo, Hera. Mein Schatz, guck mal, hier ist deine Ratte. Schnell, nimm deine Ratte und geh. Ja, schnell. Schnell, die Ratte. Ja, ganz schnell. Eine gute Ratte ist das. Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Das war eine gute Ratte. Ja. Arme Ratte, gell? Aber sie schmeckt. Das ist ja die Hauptsache in dem Fall. Hera, hallo! Die sagst jetzt keinen Ton mehr, ne? Du überlegst jetzt, wo esse ich meine Ratte zu Ende? Ja, Panier sind noch schön im Sand, da im Erdsandgemisch. Tolle Idee. Alle holen sich ihre Ratte hier vorne an der Tür ab. Außer die Prinzessin nicht.
Die Prinzessin holt sich ihre Ratte natürlich nicht ab. Da muss der kleine Bückling, das bin in dem Fall ich. Oh, guck mal, ich habe ja schon Glück, dass du überhaupt hier auf dem Ast hier ein Stück zu mir kommst. Da muss der kleine Bückling hier ein Stück rüber. Bitte schön, Schatzi. Ja, kriegst du hin mit deinen Füßen? Ai, wenn man so große Füße hat, ne? Ja, du könntest doch auch an die Tür kommen. Alle kommen an die Tür. Ich sag dir, wie es ist. Und du? Ja, sag ich, bin 1,50 Meter auf dem Ast rübergerutscht. Das muss ja auch reichen. Ach, du bist so eine richtige Prinzessin. Ehrlich, ich hol dir so einen rosa Haarreif mit einem Horn drauf. Dann kannst du hier kleine Prinzessin, Horn sag ich schon, mit einer kleinen Krone drauf. Ja, so ist das, du alte Papp. So, Bobby. Bobby und die schnelle Ratte. Kommst du jetzt auch nie mehr? Du sitzt immer hinter der Tür. Und jetzt nicht, oder was? Willst du jetzt hier auch so eine kleine Prinzessin sein? Oje, Bobby. Dein Ernst? Ich muss jetzt zu dir kommen, dir da deine halbe Ratte geben. Hier fang deine Ratte. Wow, krass. Gut gemacht. Schnell, geh schnell mit deiner Ratte weg. Sonst komme ich. Vielleicht überlege ich es mir anders. Und dann esse ich dir die weg. Ja, ich würde schnell mit der Ratte weggehen. So, du sitzt wenigstens auch schon hier vorne. Du hast natürlich auch eine tolle Ratte. Oh, guck mal. Oh, die sieht aber auch gut aus. Ne? Ah, schön. So, dann guten Appetit. Jetzt kann der Lando auch endlich wieder mal was Größeres essen. Vorher gab es ja hier immer Eifersuchtsdrama, weil wenn der Lando nicht schnell genug fertig war, dann hat er es ja von Sammy abgenommen bekommen. Ja, das war blöd, ne? Jetzt kannst du aber auch wieder Putenhals essen und du hast sogar einen ganzen. Ja, es gibt einen Lungen und Halm. Ja, richtig. Okay, da muss man auch mal, ja, da freut man sich auch mal. Natürlich, jetzt ist er weg. Ja, dann ist weiter. Ich habe hier erst sauber gemacht und zwar Sonntagmorgen. Wir haben aktuell gerade Dienstag, das heißt, hier ist 2 Tage sauber gemacht. Es sieht schon wieder aus, ehrlich. Ich weiß auch nicht, was hier bei den Steppenadlern, ja, bei dem Steppenadler, was hier los ist, ne? Dann guten Appetit, Lando. Ich gehe. So, Leute, das wird jetzt eine wilde Aktion. Ach, guck mal, ich habe den größten Putenhals für die Hera gelassen, aber Hera, komm auf, guck mal, hier. Ja, komm. Kommt jetzt natürlich nicht. Hera, komm. Auf geht's. Ach, warte, ich komm näher. Ui, Falle. So, warte. Na, mein Engel. Ah, hier, Putenhals. Kein Bock? Na, komm. Ui, oh Gottes Willen. Ach, da kriegt aber einen ganz schön dicken Hals. Da muss ein bisschen auf meine rechte Hand aufpassen hier. Die ist aber zum Glück weit genug weg, das seht ihr jetzt natürlich noch nicht. Boah, ich bin aber noch so fast einen halben Meter von der Maus weg. Die wird auch nicht hier sitzen bleiben. Ne, das macht sie nicht mit, glaube ich nicht. So, guckt euch die Hera an. Ja, du musst jetzt... So, viel Spaß, Hera. Oh Gott, ich habe die auf dem ausgestreckten Arm gehabt, damit die weit genug weg ist vom Handy, weil ja rechte Hände ist. Und guckt sie euch. Also, wartet. Guck mal da. Na, Hera. Ja, die versteht da gar keinen Spaß. Ne? Das ist alles dir. Das nimmt dir keiner ab. Nein, du brauchst keine Angst zu haben, dass dir das irgendwer abnimmt. Ja, toll. Guck mal. Das ist doch Absicht. Genau, in einem Balken versteckt. Na, Hera. So, viel Spaß. Ich kann euch tatsächlich gar nicht sagen, warum die Hera den immer paniert. Also andere bleiben damit einfach auf ihrem Ast sitzen. Und damit hat sich der Spaß. Aber Hera, so gesehen, paniert die immer, mal gucken, paniert die immer ihr Essen, ihr Großes. Vielleicht schmeckt das gut. Es kann sein, dass ich Fliesenkleber in der Nase habe oder so. Bitte nicht lachen dann. Irgendwo könnte auch hier noch Fliesenkleber sein, keine Ahnung. Ja, also nicht lachen, kann passieren. So, jetzt gehen wir zu Polly. Wo ist mein majestätischer Adler? Komm, Polly. Ja, kommt ja eh nicht. Alle kommen eigentlich, ne? Obwohl die Hera auch nicht gekommen ist, ne?
Aber Putenhals ist toll, aber ui, da ist sie halt. Oh Gott, du piekst durch den Handschuh, glaube ich. Ja, ich muss mir unbedingt einen neuen bestellen. Polly Maus. Das ist aber auch, zwischen den Finger ist euch dünn. Ich mag ja lieber dünnere Handschuhe als so richtig dicke. Also ich habe meistens eher so Habichtshandschuhe für die Adler, die ein bisschen länger sind, weil irgendwie habe ich da besser Gefühl. Also ich nehme lieber irgendwas, was dreilagig ist, als irgendwas, was vierlagig ist. Außer beim Toilettenpapier vielleicht. Da ist vierlagig ganz schön weich. Naja, egal. Es geht aber um einen Handschuh. Also mit dreifach dünnem Leder anstatt mit vierfach. Weil ich einfach das mag, weil ich merke, wie verlagert sich der Vogel links, rechts, vor, zurück, was macht er da auf der Hand. Ich brauche nicht unbedingt direkt anzugucken, um zu verstehen, was da passiert. Du hast mir meinen Handschuh festgehalten. Die zieht mich einfach um. Ja, du darfst ihn ja behalten, den Hals. Da steht sie schon. Aber es hat sich so im Handschuh verhakt. Wahnsinn. Auf jeden Fall, ich mag die lieber an sich, weil ich dann ein besseres Gefühl habe für die Vögel. Dann tut es aber auch zwischen den Fingerchen ab und zu mal weh. Gerade wenn da ein Steinadler reinpieksert, dann ist das relativ unlustig, muss man fairerweise zugeben. Dann gibt das so kleine Kratzer auch durch den Handschuh durch. Aber ich finde, das ist die Sache wert. Dafür kann ich viel besser arbeiten mit so einem dünnen Handschuh. Ich persönlich. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich mag das halt sehr, wenn der Handschuh, wie gesagt, ein bisschen dünner ist. Und ich sollte aber trotzdem, weil der hat die besten Zeiten hinter sich hier, sollte jetzt unbedingt mal einen neuen bestellen. Das wäre schon ganz schön wichtig. Ja, aber man kommt ja zu nichts. Da stehe ich hier, ich armer Tor und habe keinen Vogel, wie zuvor. So, was ist denn da los? Isst du mal noch anständig? Guck mal, schöne Licht und so. Oh, der ist ganz schön rausgeflutscht. Das habe ich so jetzt nicht geplant. Eigentlich wollte ich die kleine Rotznase ein bisschen auf der Hand füttern. Natürlich kommen die jetzt nicht mehr wieder zurück auf die Hand. Ui, hopsi. Aber wir können doch noch mal drüber sprechen, Bobby, oder? Guck mal, das hast du mir aus der Hand gezogen. Es war so klitschig. Wie wäre es, wenn du doch noch mal zurückkommst mit dem Hals und isst den dann einfach hier? Ui. Und ins Häuschen, das war's. Der denkt sich auch schön, du kannst mich gerade gerne haben, ne? Ich tausche das nicht mehr. Ich komme nicht mehr auf die Hand. Ich setze mich ins Häuschen. Auf Wiedersehen. Ich komme eben hier hoch und da sehe ich, wie von unserem Geländer ein Mäusebussard abstreift. Ich habe leider das Handy nicht so schnell rausgekriegt, mit dem wir vor ein paar Tagen, also was war das jetzt, 10 Tagen oder so, ausgewildert haben. Lungert der hier noch? Da fliegt er. Ja, guck mal. Da hinten fliegt er noch rum. Naja, aber scheint gut zu funktionieren. Mit dem Kollegen. Der saß da auf dem. Auf dem Tor. Habe ich ihn eben gesehen. Ihn schon mal gesehen, da war ich ja viel zu langsam. Aber diesmal habe ich ihn noch erwischt. Sehr cool. Und jetzt ist er da. Und schnell. Ja, auf. Ja, mach was, Hund. Ja, wo ist er da? Ja, gib's her. Na was, jetzt ist er einfach hinplumpsen. Das macht der Stanley aber besser, du. Auf geht's. Sam? Ja, du bist halt kein Abortion, ne? Was willst du machen? Manchmal bringt das, manchmal, oder sie, manchmal bringt es nicht. Musst du immer erst ein bisschen animieren. Jawohl. Ja, auf geht's. Ui, es hüpft da hinten. Ja, langweilig, ne? Warte, wir probieren hier nochmal den Kong aus. Ja, ui. Schnell. Ja. Du bist so eine faule Nusshund. Jetzt komme ich auf dich zu und dann fress ich dich. Und dann lässt du mich nicht vorbei, ne? Da lässt du mich nicht vorbei.
Ich gehe jetzt hier hin, zu deinem Ball. Böser Hund. So ein böser Hund. Das ist in meine Jacke gehen. Hör mal. Auf geht's. Hier, hu. So, mal hier. Schnell. Hui. Ja, du willst lieber raufen. Ja, du willst lieber raufen, gell. Das gefällt dir viel, viel besser, Schatz. Nee, nee, nicht raufen jetzt. So. Dann haben wir eine Frage bekommen, und zwar, ob die, das, also das, das Kommentar stand unter dem Short-Video von den Flecken-Uhus, und zwar, ob die Volierengröße für die Uhus ausreichend ist. Und das ist nicht böse gemeint, das kann man ja auch ganz normal fragen, alles gut. Ich fühle mich bei wenig Sachen direkt provoziert. Ich bin, glaube ich, relativ simpel, was das betrifft, es sei denn, also es gibt ab und zu mal Kommentare, die sind nicht so schön, die seht ihr aber dann meistens auch gar nicht mehr. Und dazu meine ich nicht Kritik, also wenn es Kritik an Zoos gibt oder an Falknerei generell, dann bin ich da eigentlich relativ offen, weil ich kritisiere selbst genug, was das betrifft und finde, es muss mehr gemacht werden, dass das, was wir oft machen, zu wenig ist. Tatsächlich gab es auch schon so ganz seltsame Kommentare mit Leuten, die ganz seltsame Profilbilder hatten mit verfassungswidrigen Symbolen und so. Also deswegen, die sieht man dann sehr schnell nicht mehr. Das ist alles ganz okay. Also das kann man natürlich fragen. Ich habe mal tatsächlich ausgerechnet, weil ich mir selber nicht sicher war. Und zwar nicht, ob die Volierengröße reicht. Die reicht immer. Ihr könnt davon ausgehen, dass wir immer, also mindestens, allermindestens das Doppelte, aber in der Regel mindestens das Dreifache von dem haben, was der Gesetzgeber als Mindestgröße vorschreibt. Und zwar könnte man jetzt zum Beispiel, nimmt man den Wüstenbussard, der hat theoretisch nicht mal einen Eintrag in dem Mindestgutachten über die, also in dem Gutachten über die Mindestanforderungen zur Haltung von Greifvögeln und Eulen. So heißt das Gutachten, da kann man das nachschlagen. Also gibt es beim Bundesamt für irgendwas. Was machst du denn? Warum hältst du denn den Popo so hoch, Kado? Also da könnt ihr das nachschlagen und selber, falls ihr sagt, ich glaube dem Michi das nicht, macht das einfach. Link kriege ich wahrscheinlich nicht reingepackt, vergesse ich doch eh wieder. Aber ich kann mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja auch doch, den Link reinzupacken. Also, und da stehen die Mindestgrößen drin. Und der Wüstenbussard steht theoretisch gar nicht mehr drin. Man nimmt aber für einen Wüstenbussard etwas an. Achso, dazu müsste ich vorher mal was noch als anderes erklären. Also die Größen sind unterschieden in A, B, C, D, E, F, G. So, und ich glaube auch noch, ist auch vielleicht noch H, oder, nee, G. Ist das letzte, glaube ich. Und das ist, sind so Gruppen halt von Größen. Und da unterscheidet man noch Römisch 1 bis Römisch 4. Und da ist auch das, wo ich letztes Mal gesagt habe, da müsste man eigentlich noch was einführen, was weiß ich, Römisch 5 oder so, für die Schneeeule, der es hier einfach im Sommer zu warm ist, dass man sie nicht über 30 Grad oder, also ich wäre ja sogar dafür, dass man sagt, dass man sie nicht dauerhaft über 25 Grad hält, die Schneeeule oder Gärfalken und so weiter. Da wäre ich ja auch noch ein Fan von, aber das gibt es aktuell nicht. Aktuell gibt es Römisch 1 bis Römisch 4 für die Kälteanforderungen. Römisch 1 ist absolut winterhart und Römisch 4 ist, braucht mindestens 15 Grad plus und so. Genau, und dazwischen halt abgestuft und bei den Größen ist es, fängt es irgendwie beim Quadratmeter an und jedes weitere Tier dann ein bisschen mehr immer. Und Anforderung D ist zum Beispiel eins der häufigsten Sachen, das sind 12 Quadratmeter, jede weitere Eule 3 Quadratmeter mehr, jeder weitere Greifvogel 6 Quadratmeter mehr und 2,5 Meter hoch. Das ist so das Häufigste. Das haben zum Beispiel die ganzen großen Falken, Wanderfalke, Sakerfalke, Gärfalke, Lanaluger müssten es auch so haben. Da nagelt mich jetzt aber nicht drauf fest, wenn ihr nachguckt, aber die haben meistens alle D. So, jetzt haben wir da hinten, zum Beispiel für die Falken, eine Voliere gebaut, da sitzen die zu viert drin. Die ist im Schnitt 3,60 Meter hoch und hat 100 Quadratmeter. So, das sind ungefähr 360 Kubikmeter umbauten Raum, die die Voliere da hinten hat. Hast du, Vogel? So, 360 Kubikmeter. Ein Sakerfalke bräuchte 30 Kubikmeter und jeder weitere bräuchte 12 Kubikmeter mehr. Quatsch, ist gar nicht wahr.
18 sind es, oder? Lass mich kurz rechnen. Es sind 6 Quadratmeter. Es sind 15. Natürlich, irgendwo die Mitte war es. Es sind 15 Kubikmeter mehr. So, das heißt, da hinten die Voliere ist irgendwie 10-mal so groß wie das, was das Mindestmaß vom Gesetzgeber ist, vom Volumen her. Und dann haben wir den beim Wüstenbussard, der hat 25 und 3,60 Meter hoch auch. Da sind wir irgendwie bei, ja, was weiß ich, keine Ahnung, sagen wir mal 80 Kubikmeter, grob jetzt überschlagen. Und zugerechnet bekommt er irgendwas zwischen 10,5 und 12. Da scheiden sich die Geister, weil er ist tatsächlich in der Liste gar nicht richtig eingetragen. Und 2,5 Meter hoch. Also könnt ihr ausrechnen, 25 so irgendwas Kubikmeter kriegt er zugerechnet oder 20. Irgendwie so, ja, irgendwas in dem Bereich, 25. So, hat vielleicht 30, aber wie gesagt, ist fast dreimal so groß. Der Steppenadler, der hat 18 Quadratmeter und 3 Meter hoch. Das sind nicht ganz, das sind nicht ganz 60 Kubikmeter, die er per Gesetz haben muss. So. Und was hat der Steppenadler? 50 auf 3,60 Meter hoch. Also über 170 oder sowas. Nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich habe jetzt einfach mal so im Kopf grob überschlagen. Das stimmt natürlich jetzt nicht ganz. Ja, und also wie gesagt, es ist mindestens immer doppelt so groß. Meistens irgendwo auch so im Schnitt, würde ich sagen, dreimal so groß. Bobby hat zum Beispiel 100 Quadratmeter, die im Schnitt 2,5 Meter hoch sind. Aber ja, so. Jetzt habe ich das bei den Fleckenhus ausgerechnet. Und tatsächlich könnte ich in die Voliere, wo die Fleckenhus jetzt drin sitzen, da sitzen 5 Fleckenhus drin. Und theoretisch wäre es mir möglich, ohne dass das Gesetz bzw. das Gutachten berührt wird, könnte ich 15 Fleckenhus reinsetzen. Also wieder zu der Thematik. Es ist ungefähr dreimal so groß wie das, was der Gesetzgeber als Mindestgröße vorschreibt. Warum haben Neuweltgeier keine Nasenscheidewand? Oh, ich hab's Futter draußen stehen lassen. Fräulein Ted, wenn du kurz hier warten könntest, ich hab das nicht in die Tasche getan. Ja, weil ich eigentlich raus wollte, aber ich bin halt, kannst du mich loslassen? Hast du mich angefaucht? Kannst du das bitte lassen? Ja, guck du mal schön in die Kamera und mach du mal eine Anmoderation oder so. Ja. Hallo, liebe Wiederentzweibeiner da draußen, ich hoffe, es geht euch gut. Ach, da ist er ja schon. Und jetzt? Warte doch. Bist du auf den Boden gesprungen, das ist überhaupt Quatsch. So, also, da ist das mit der Neuweltgeier Scheidewand, Nasenscheidewand. So, darum ging's. Also, keine Nasenscheidewand, das ist ja anatomisch natürlich so vorgegeben. Und da Neuweltgeier eher verwandtschaftsgradmäßig eher so mit den Störchen verwandt sind. Die haben auch keine Nasenscheidewand und die haben auch einen sehr, sehr guten Geruchssinn. Es ist naheliegend, also ich kenne jetzt auch keine Studie dazu, die das jetzt belegt, aber es ist naheliegend, dass das was mit dem guten Geruchssinn zu tun hat, dass man da einfach vielleicht ein großes Atemloch quasi... Wow! Interessant. Da ist was Großes geflogen, hat sogar Fräulein Ted geguckt. Wow, das ist da kurz gelandet, vielleicht habe ich da irgendwas zu essen verloren. Es ist eine große Nasenloch, vielleicht sehr, sehr gut, wenn es darum geht, einen guten Geruchssinn zu entwickeln. Zum Beispiel können ja Truthahngeier bis zu 40 Kilometer, wenn der Wind günstig steht, Aasgeruch wahrnehmen. Also einzelne Duft- bzw. einzelne Gasmoleküle in der Luft, wenn der Wind, wie gesagt, günstig steht und alles. Bis zu 40, also 4,0 Kilometer. Und bei Störchen, das war die Uni Heidelberg, glaube ich. Oh, da weiß ich nicht. Das müsstet ihr jetzt nachgucken. Aber das ist eine Studie, die gibt es noch nicht so lange. Die ist vielleicht 2 Jahre alt oder so. Vielleicht sind es 3, oder? Aber eher 2, glaube ich. Da wurde veröffentlicht. Willst du das jetzt so festhalten? Na okay, dann halt das so fest. Da wurde veröffentlicht, dass untersucht wurde, wie gut Störche riechen können. Und dass sie das frisch gemähte Gras riechen.
Also wenn ihr so Störche hinter einem Traktor hinterherlaufen seht, dann ist das, entweder sie haben es gesehen, oder aber bis zu 4,2 Kilometer konnte nachgewiesen werden, dass die Störche das aufgrund des Duftes des frisch gemähten Grases riechen können. Ja, es kann sein, dass das noch weiter möglich ist, ist aber natürlich halt schwierig in Deutschland, gerade wenn jetzt gemäht wird zu dieser Zeit, da festzustellen, wie siedeln sich da die Störche an. Das hat man dann auch mit synthetischem Duft versucht nachzustellen und so. Also wie gesagt, aber die Studie hat einen guten Eindruck gemacht. 4,2 Kilometer auf jeden Fall möglich, dass Störche frisch gemähtes Gras riechen, dahin fliegen, ne, und dann irgendwie ein totgemähtes Kitz finden oder irgendwelche Mäuse oder so und halt da dem Traktor hinterherlaufen, der da gemäht hat. Genau, und das, die haben auch keine Nasenscheidewand. Also es scheint schon so zusammenzuhängen, dass gute Nasenleistung und keine Nasenscheidewand haben bei dieser Linie von Vögeln. Ja, ich weiß. Dass bei dieser Linie von Vögeln sich bewährt hat. Ja, und damit würde ich auch sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen, Fräulein Ted. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Die Vögel hatten, glaube ich, auch Spaß. Ja, sag doch mal. Ja, sehr gut. Fräulein Ted? Ja. Na, was ist? Nochmal ein Hu? Na, noch eins. Sehr cool, Fräulein Ted. Ja, also, ich hatte Spaß. Wenn ihr möchtet, den Kalender könnt ihr immer noch vorbestellen. Einige haben das schon gemacht, ein paar sind schon weg. Kalender ist jetzt, muss ich jetzt nochmal drüber gucken lassen, dass da kein Rechtschreibfehler drin ist. So, Fräulein Ted, das war's. Ich würde sagen, du machst nochmal Hu und ich gehe. Ja, alles klar. Jetzt aber, macht's gut. Ciao. Ja, Fräulein Ted, jetzt hört sie gar nicht mehr auf. Oh Gott, wer weiß, was sie jetzt zu mir sagt. Wasch dich selber oder so. Hast du mal deine Haare gesehen? Genau, isst du mal. Zu Ende. Ciao, ciao. Oh,